Es ist die Ruhe vor dem Sturm seines Debüts. Karim Benyamina, die Legende von Union Berlin, spielt mittlerweile in der U32 von Hertha BSC und ist jetzt auch Trainer in der Berlin-Liga. Sein erster FC Wilmersdorf empfängt zum Auftakt am ersten Spieltag der neuen Saison den SD Kroatia. Die Gäste um Ex-Wilmersdorfer Robert Procnic sind in den Prognosen eher ein Kandidat für das Mittelfeld. Der Quasi-Neuling aus Wilmersdorf will nach der Corona-Pause endlich beweisen, dass sie in der Berlin-Liga mehr als gut aufgestellt sind. Die ersten Minuten der Partie gehören aber den Gästen in den weißen Trikots. Es ist vogelwild zu Beginn, viele Fehlpässe. Wenn einer profitiert, dann aber Kroatia. Ohadi verschafft sich Platz und besorgt Benyamina eine kalte Dusche zum Auftakt. 1:0 für Kroatia. Der Laborant trifft mit dem ersten Feldversuch für seine Farben. Die Chemie in der Abwehr von Wilmersdorf hat hier gar nicht gestimmt. Das geht alles viel zu einfach. Der Abschluss von Ohadi ist aber bärenstark. Mit Wucht aus Spitzenwinkel. Das muss auch Benyamina anerkennen, der sich seine ersten Berlin-Liga-Minuten wohl anders vorgestellt hat. Dieses Bild setzt sich erstmal fort. Kroatia zwingt Wilmersdorf zu einfachen Ballverlusten im Mittelfeld. Das war kein Foul, somit die Konterchance über McNeighholz Strickland. Eine ganz interessante Personalie. Er ist nämlich der Cousin von Raheem Sterling, dem Star von Manchester City. Der hat bisher nur einen direkten Freistoß verwandelt in den Pflichtspielen gegen Crystal Palace. Mal schauen, ob er Han Bacici mindestens gleich sieht. Der Ball liegt schon mal sehr gut. Bacici läuft an und macht ihn auch direkt. Kroatia 2, Wilmersdorf 0. Eine ganz freche Nummer des Neuzugangs von Türkspor. Letzte Saison hat er pausiert. Da gab es auch nicht so viel zu spielen. Jetzt zeigt er sein Können. Erik Niendorf im Tor spielt die falsche Karte, orientiert sich in das ungedeckte Eck. Den Braten hat Bacici gerochen und verwandelt den Freistoß sehr schön. Die Blicke in den Trikots der Wilmersdorfer werden immer düsterer. Aber aus der Dunkelheit kommt Hoffnung. Wilmersdorf kämpft sich danach zurück und gewinnt an Kontrolle. Der Eckball wird zunächst rausgeköpft. Auf dem zweiten Bildungsweg gibt es aber die nächste Chance. Die Flanke kommt rein auf den Kopf von Schedlinski. Und so steht es nur noch 1:2 aus Sicht der Gastgeber. Es ist eine top erste halbe Stunde für neutrale Zuschauer. Für Befangene ist es eher nervenaufreibend. Schedlinski, seit 10 Jahren bei verschiedenen Berliner Vereinen aktiv, köpft hier zum Anschlusstreffer. Benyamina hat viel zu analysieren in der Pause. Fakt ist aber, seine Mannschaft kommt so langsam besser in die Partie. Zur zweiten Halbzeit setzt nicht nur der Regen ein, sondern auch die Dominanz von Wilmersdorf. Kroatia lauert mehr auf Konter. Wilmersdorf will das nutzen. Wenninger schlägt die Flanke auf Akyeyebor. Eine Riesengelegenheit zum Ausgleich. Der Routinier, der bereits 84 Partien für Starken und Zehlendorf in der Oberliga absolviert hat, verfehlt nur knapp. Allgemein ist die Mannschaft von Wilmersdorf sehr stark aufgestellt. Das wird so langsam deutlich. Eckball von links. Devcic Thiemann hat Probleme. Wawel kann den Ball aber nur in die Baumkronen des Volksparks heben. Dann eben von der anderen Seite. Der Kapitän steht dort bereit. Gündüzer mit der Ecke von rechts auf den Kopf von Runge. Und dann schallert es. 2:2. Wilmersdorf kommt zurück. Es hat sich etwas angedeutet, weil Wilmersdorf mehr auf das nächste Tor gedrückt hat. Devcic Thiemann ist noch dran, kann aber nicht verhindern, was Dominik Runge auf sein Tor bringt. Ein Kopfball mit nur einem Kerngedanken. Rein! Wilmersdorf ist da, Kroatia taucht nahezu komplett ab in der zweiten Halbzeit. Die Kontertaktik geht nicht auf, dann aber, als der Regen aussetzt, tut sich etwas. Anetor auf Vicetic, der wieder auf Anetor und der sieht Bacici. Der hat die große Chance. Niendorf rutscht weg. Die große Gelegenheit, aber nix da. Bacici trifft nur die liegenden Beine von Niendorf. Der hat damit unfreiwillig das Schlimmste verhindert. Die Nachspielzeit ist angebrochen. Wilmersdorf auf der Suche nach dem Lucky Punch. Ein letzter Ball, diese Partie noch irgendwie zu drehen. Die Flanke wird weggeköpft. Dann aber das Foul von Vicetic gegen Reiche. Leander pfeift direkt auf Freistoß. Das ist die richtige Entscheidung. Die Position ist dabei vielversprechend. Das weiß auch der Trainer von Kroatia. Der besorgte Blick spricht Bände auf der anderen Seite. Quasi Kroaci und Benyamina ebenfalls angespannt. Er kennt diese Situation. Er hat 200 Tore in seiner aktiven Laufbahn geschossen. Viele davon erst in der Schlussphase. Hier kann er nur zuschauen. Die Aufgabe übernimmt der Altmeister Baris Gündüzer. Seit 2016 spielt er bei Wilmersdorf. Er macht es. Flanke. Kopfball in die Mitte. Auf Akyeyebor. Das ist der absolute Wahnsinn in Wilmersdorf. Akyeyebor, vorhin noch erfolglos, jetzt mit dem goldenen Schuss ins Glück.
Eine Wahnsinnsgeschichte, ein Wahnsinnsauftakt zur Berlin-Liga. Ein super Freistoß, eine schöne Variante, einstudiert und dieses Mal geht sie komplett auf. Ein Wahnsinnsfinish am ersten Spieltag. Danach ist es vorbei. Die Berlin-Liga kehrt spektakulär aus der Pause zurück. Wilmersdorf kehrt spektakulär zurück. Sie haben die Partie gedreht und das Ergebnis sich verdient. Kroatia war in der zweiten Hälfte einfach zu passiv. Wir wollen natürlich wissen, wie der Trainer sein Herzschlagdebüt erlebt hat. Tobias Dochala hat mit Karim Benjamina gesprochen. Also wenn man so früh in Rückstand gerät und der Gegner eigentlich hätte in der ersten Halbzeit höher führen können, weil wir die Anfangszeit verpennt haben und dann noch so zurückkommen, Gott sei Dank haben wir den Anschlusstreffer in der ersten Halbzeit noch geschafft und dann mit dem dünnen Kader, mit dem wir heute hier sind, ist es schon zeugt das vom Moral der Mannschaft, dass wir heute dann noch den Siegtreffer in der Nachspielzeit gemacht haben und das ist einfach überragend, ob als Spieler oder Trainer, ist beides gleich. Die Freude ist ihm sichtlich anzumerken. Ein Einstand nach Maß am Ende des Tages für Karim Benjamina. Nächste Woche zeigt sich, ob er auch Pokal kann. Da trifft Wilmersdorf in der ersten Runde des Berlin-Pokals auf Aldersimspor. Kroatia bekommt es hingegen mit der SG Nordring zu tun.